Vielleicht war ja das... Der kam von da. Also können wir jetzt mal probieren, vielleicht ist da jetzt diese Energie weniger geworden. Dass wir jetzt hier unten diese Energie ausschalten können. Ja, macht mal euer Gelumps hier unten. Wie wild pumpt der Generator? Der Generator bleibt weiterhin in Betrieb. Was machen wir jetzt? Wir haben aber auch eigentlich alles erledigt. Verstehe ich gerade nicht. Wir haben alles erledigt gehabt jetzt. Jetzt kommen wir da unten nicht weiter. Gibt es da vielleicht irgendwo einen Schalter, den wir betätigen können, um diese ganzen Dinge aufzumachen? Was haben wir denn da? Nichts. Haben wir jetzt hier alles bekommen? Noch ein Ring. Veredlungsgelumps. Okay, ich habe doch noch eine Idee. Wir haben so einen komischen Edelstein. Vielleicht können wir den vor diesen Maschinen benutzen. Müssen wir jetzt nochmal alles zurück. Wenn nicht, mache ich dann erstmal eine kleine Aufnahmepause. Weil dann wüsste ich erstmal gar nicht, wie es weitergeht. Ja, du Kollege, lass mich mal in Ruhe. Ist doch gut. So. Inventar. Benutzen. Benutzen. Dieser Edelstein findet für gewöhnlich in den Beschwörungsmaschinen des Schwarzen Rings Verwendung und sollte sparsam eingesetzt werden. Aber wir haben doch jetzt hier schon eine Beschwörungsmaschine. Ah, ein Steuerfeld. Wie wild pumpt der Generator in der... Der Generator bleibt weiter. Okay. Ach, guck doch mal an. Wie sieht's jetzt aus? Wie wild pumpt der Generator Energie? Die 5 Aktivierungsjubilee einsetzen. Der Generator rattert und geht mit einem lauten Knall aus. Etwas fällt davon ab und landet vor euren Füßen. Wir haben einen schönen Ring. Was können wir mit diesem Ring denn machen? Da haben wir einen Ring. So, da können wir auch noch was veredeln. Und zwar...
Das da. So, hier können wir nichts drauf verbieten, da können wir nichts drauf verbieten. Da nicht mehr. Da nicht mehr, da nicht mehr. Ach, hier können wir noch was veredeln. So. Ach, guck mal, was wir hier noch alles veredeln können. Gut. Wir sind auf jeden Fall gewappnet für oben unsere nächsten Kämpfe. Die Frage ist, was wir jetzt noch machen müssen. Die Frage ist, was wir mit diesem Ring machen können. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt um einiges stärker, das ist schon mal klar. So, und nun gibt uns mal Tipps, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Ich habe gerade keine Ahnung, aber wir könnten auf jeden Fall mal hier machen. Da können wir momentan nichts machen, aber wir hatten Bücher. So. Und dann gehen wir mal auf Fertigkeiten und da machen wir auf jeden Fall hoch. Drachenschild nicht, Drachen auch nicht. Drachenheilung sollte Worte mir empfohlen. Okay, dann haben wir jetzt die Drachenheilung auf voll 100%. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Sind denn hier immer noch diese Barrieren? Was ist das hier? Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. So. Ach, die hauen jetzt wohl alle gar nicht mehr vor uns ab. Scheint so, als würden die gar nicht mal vor uns abhauen. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Versuch es. So. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt. Ich fühle mich gar nicht gut. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann später wieder. So, nochmal gucken. Ja, jetzt sind wir noch hier unten drinnen. Nun gut, dann würde ich sagen, viel Spaß bei meinen Let's Plays. Wir gehen auf jeden Fall nochmal raus und gucken. So, und machen jetzt hier einen Aufnahmestopp. So, wie gesagt, viel Spaß bei meinen Let's Plays und ja, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüssi! Warte, mal speichern. So, und tschüssi!